So, hallo, da sind wir wieder. Wir waren bei diesem seltsamen Typ. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Morrowind, bla bla bla. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Morrowind. Natürlich, Entschuldigung, ich möchte hier jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich wirken. Habe ich diesen Journal? Ja. Okay, das heißt, ich muss erstmal hier hin. Dann muss ich zurück nach Aldruhen. Das mache ich mit dieser göttlichen Entschuldigung bitte, ich musste mich mal wieder räuspern. Dieses Mal schreibe ich aber die Zeit auf, weil es mir schon ein bisschen besser geht. Ich muss noch bloß gerade überlegen, wo. Aber das mache ich wahrscheinlich einfach wirklich hier. So. 057. Und 1,18. So. Hoi. Gut. Er hat mir die Dinger gegeben. Und ich kann ja jetzt natürlich hier ein bisschen weiter die Welt erkunden eigentlich. Weil das Zeug abgeben, das kann ich ja bei jeder Gelegenheit machen. Im Endeffekt. Insofern laufen wir hier einfach mal weiter. Und gehen mal nicht da hoch in diesen Tempel. Und gehen auch hier nicht da hoch. Sondern bekämpfen gleich einfach diesen dämlichen Nixhound. So. Da oben war ich schon mal. Da ist eine Ratte. Welt. Da oben war ich schon mal. Und zwar geht's dann hier lang und da lang. Wahrscheinlich bin ich da lang gelaufen und habe dann beschlossen. Und habe dann beschlossen, nachdem ich diesen lustigen Tempel gesehen habe, nein, ich kehre wieder um. Vermutlich. Irgendwie habe ich vor diesen Daedra-Schreinen ein bisschen Bammel. Keine Ahnung warum. Ich will wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit nicht kämpfen, sondern ich will hier rumlaufen und Sachen machen. Wobei das hier der Weg ist. Okay, ich bin gerade neben dem Weg gelaufen. Das heißt, wir folgen mal einfach weiter dem Weg. Hier. Vielleicht kam da auch irgendwie ein Monster oder sowas. Keine Ahnung. Wir folgen einfach mal dem Weg. Und schauen mal, wo der uns hinführt. Ah, da ist wieder so ein. Sag mal, ich weiß nicht, was das soll. Aber manchmal verschwinden die Dinge wieder, die man schon entdeckt hat. Seht ihr das? Auf der Karte, wir sind hier lang gelaufen, aber es wurde nicht kartografiert. Stattdessen ist er auf einmal plötzlich wieder schwarz. Und ich habe keine Ahnung, was der ganze Quatsch soll. Jetzt kommt gleich der nächste Nixhound, der mich angreift. Ja, das ist mir gerade jetzt so egal. Macht man halt platt. Mein Schwert ist ja gerade ein bisschen robuster und stärker schon wieder. So. Gut, dieses Mal bleibt's. Ich verstehe das nicht so ganz, warum das manchmal so ist und manchmal nicht. Balothan, Ancestral Tomb. War ich das schon? Ich speichere mal schnell. Dann gehen wir mal reingucken, ob wir da schon waren. Oh, ich muss mich gerade auf dem Rücken kratzen. Eigentlich wollte ich das Speichern dafür missbrauchen, aber hat ja jetzt mäßig funktioniert. So. Nein, da waren wir noch nicht drin. Gut, will ich jetzt aber eigentlich auch gerade gar nicht. Weil ich eh schon so beladen bin. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal und merken uns das vielleicht mal für später. Vielleicht auch nicht. So.
Wir folgen jetzt einfach mal weiter dem Weg, weil hier waren wir noch gar nicht. So wie das aussieht. Wobei das natürlich auch wieder so ein Fehler sein kann, dass wir quasi hier schon waren, aber einfach die Karte noch nicht ist. Aber hier gibt es so viele Nyxhounds. Was ist denn hier los? Ist das hier Nyxhound City oder was? So. Gut. Wege. Wege. Entschuldigt bitte. So. Wegebeschreibung. Darüber geht's nach Altrun. Da geht's nach Gnisis. Da geht's nach Altvelodion. Da geht's nach Kul. So, ich war in beiden Richtungen noch nicht. Und wir wollen hier ja ein bisschen was entdecken. Das heißt, wir laufen hier einfach mal lang. Weißt du, mit zwei Schlägen tot. Und dann greifen sie an. Naja, gut, wenn ich keine Waffe hätte, dann wären sie. Würden sie es wahrscheinlich überleben. Gnisis, Altveloti, cool. So, darüber komme ich zu einem Weg, den ich schon kenne. Nee, das ist doch alles nicht wahr, oder? Also, schaut euch das mal lustig an. Ich komme von hier unten. Und dieses Segment hier. Dieses. Soll ich gekannt haben? Obwohl ich nur von da drüben hätte reinkommen können. Das sieht alles so unrealistisch aus. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich. Also irgendwas ist mit dieser Karte ganz komisch. Ah, der nächste Nyxhound. Ach, was soll's. Komm doch her, du Depp. So, er hat ein bisschen mehr ausgehalten. Genau, das war nämlich ein Blighted. So, das Fleisch nehmen wir mal mit. Essen bringt ja an und für sich nichts. Meine Hoffnung ist immer, wenn ich das Zeug esse, dass ich dann in Kräuterkunde ein bisschen besser werde. Aber die Effekte sind da echt sehr marginal. Also das. Gut, sind wir da gewesen. Haben wir diese Karte aufgedeckt. Sind wir glücklich. Können wir weitergehen. Und dann schauen wir doch mal. So. Dann schauen wir doch mal, wo es denn hier hingeht. Wo ist denn hier los? So. Hier runter, hier rüber. Da hoch. Also da war ich definitiv noch nicht. An den Wald kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Da hinten würde es irgendwo. Aber da oben war ich auch schon wieder. Also manchmal ist es echt komisch, wo ich lang gelaufen bin. Keine Ahnung. Ah. Aber die greifen wir jetzt nicht an. Beziehungsweise da laufen wir jetzt gerade nicht hin. Was war denn das jetzt schon wieder? Also manchmal ziehe ich einfach irgendwelche Klamotten an oder aus. Das ist ganz seltsam. So. Das waren diese lustigen Stiefel. Endurance. Irgendwie. Cuirass habe ich, Helm habe ich, Schulter, Schulter habe ich, Hand, Hand habe ich, Schild habe ich. Beinschutz habe ich, ein Amulett habe ich und Klamotten drüber habe ich und eine Robe drüber habe ich. Keine Ahnung, was hier los war.
So. Also an diese Brücke kann ich mich definitiv erinnern. Und dann bin ich wahrscheinlich hier durch die Pampa, weil ich irgendwo hier oben hin wollte. Genau. Wieso bin ich da? Hä? Das ist doch total bescheuert. Wie läuft man da? Was soll denn der Blödsinn? Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Aber ich denke, wir werden jetzt einfach mal uns mit dem Al-Wimsi-Dingsbums Amulett of Al-Wimsi in genau nach Aldrun teleportieren lassen. Damit wir diese Aufgabe möglichst schnell erledigen und dann können wir ja wieder zurücklaufen und hier noch ein bisschen die Gegend erkunden. So. Na, das hat sich ja sehr gelohnt. Ja, du kommst halt immer in irgendeinem Tempel raus, oder nicht? Na gut. Na gut, das. Warte mal, gibt's hier nicht einen Silstrider? Gibt's hier nicht irgendwo einen Silstrider? Ja, genau. Da hinten gibt es einen Silstrider, das heißt, wir können wahrscheinlich doch relativ fix nach Aldrun gelangen. Hoi, ich würde gerne reisen und zwar nach Aldrun für 20 Gold. Das ist doch schon mal schön. Das Wetter hier ist gerade weniger schön. Ich muss noch mal kurz eine Zeit aufschreiben. Irgendwie habe ich gedacht, ich werde mich weniger räuspern, aber diesmal wird es rausgeschnitten. Geht ja nicht, dass ich euch da unten Hals voll räusper. Die Ohren. So, Ratte im Topf war's. Ratte im Topf. Ich habe mich verlaufen. Müsste doch das hier sein, oder? Genau. Genau, das müsste die Geschichte. So, du müsstest das sein. It is truly a pleasure to see you. Look at shipments. Supposed to meet me with shipment. Didn't show. Don't like that. Good that you brought them, though. Good weapons here. Your journal has been updated. Silver War Axe has been removed from your inventory. Silver Flame Blade has been removed from your inventory. Steel Short Sword has been removed from your inventory. Steel Staff had been removed from your inventory. Rendered Gold. Was auch immer. So, mein. May you be forever blessed. Ja, danke. Okay, ich hätte mir die Waffen vielleicht vorher angucken können und sollen. Auf der anderen Seite bin ich doch immer so eine ehrliche Haut und liefere das Zeug einfach ab. So, um jetzt hier aber wieder schnell dahin zurückzukommen, wo wir eigentlich herkommen, könnte ich ja wieder den Silstrider, also diesen Schlickstreifer, was auch immer. Schlickwanderer. Nehmen. Oder ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Weil wir hier ja quasi auch noch Gebiete zu erforschen haben. Das allerdings werde ich vermutlich erst in der nächsten Folge machen. Ich werde mich schon mal zum in die richtige Richtung positionieren. Und schon mal Altun verlassen. Wir werden uns dieser Sache allerdings erst in der nächsten Folge annehmen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine tolle Zeit. Ich stelle mich mal hier so hin. Wünsche euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.